Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Veranstaltung in diesem Semester. Und ganz herzlich begrüße ich auch die Referentin und den Referenten, Jana Fonke-Meyer und Jürgen Reier, Reinfeld sogar. Wir springen thematisch jetzt etwas wieder aus der Reihenfolge raus, nachdem wir eigentlich schon bei der DDR-Pädagogik angelangt waren, und gehen jetzt nochmal etwas zurück. Aber das ist, ich sag mal, gerade an dieser Hochschule für die Zukunft eine ganz wichtige Sache, sich nochmal dem Thema Kindergarten und Grundschule auch historisch zu vergewissern, weil diese Hochschule einen Modellstudiengang durchführen soll zur gemeinsamen Ausbildung von Elementarpädagogen, Elementarpädagoginnen und Grundschulpädagogen und Grundschulpädagoginnen. Ja, 1875. Aber wir sollen das jetzt alles vielleicht in 6 Semester machen und das ist alles nicht so ganz einfach. Aber es ist eine höchst spannende Sache, aber wie Sie sicherlich gleich mitbekommen werden, da knallen auch Welten aufeinander. Da ist etwas getrennt worden und jetzt muss man mal gucken, welche Folgen das in der Geschichte so hatte. Zu den Personen. Jana Fonke-Meyer ist Professorin in Kaiserswerth. Das ist zwischen Düsseldorf, gehört zu Düsseldorf und liegt zwischen Düsseldorf und Duisburg direkt am Rhein mit einer alten Kaiserpfalz, richtiges schnuckeliges kleines Örtchen und historisch sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Ort, aber vielleicht werden Sie da so auch nochmal was sagen, auch für die Kleinkindpädagogik. Ja, ich habe ein Bild dabei. Und Jürgen Reier war Professor für Sozialpädagogik, aber unfrühe Kindheit in Erfurt und hat sich als einer der wenigen in der Bundesrepublik, ist ganz tief in die historische Forschung in der Kleinkinderpädagogik eingestiegen. Bis heute gibt es ja eigentlich noch nicht viele Überblickswerke zur Geschichte des Kindergartens und der Institution überhaupt. Und Jürgen Reier ist einer derjenigen, die dort sehr stark aktiv gewesen sind. Ich freue mich jetzt. Der Verlauf ist heute etwas anders, aber da lassen Sie sich überraschen und vielleicht auch ein bisschen irritieren. Viel Spaß. Danke. So, ich werde zu Beginn eine feierliche Handlung vornehmen. Das ist das heilige Licht, das Sie historisch inspirieren soll. Darf ich anfangen? Also wusste ich nichts davon. Bin auch gerade irritiert, aber für Irritation werden wir wohl heute sorgen. Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung, an dieser Vorlesungsreihe mitwirken zu dürfen. Ich denke, das spreche ich auch für Jürgen Reier aus. Und ja, Irritation, die erste Irritation ist, wir haben unseren Titel geändert. Angekündigt war ein Thema, die Geschichte des Kindergartens und der Schule. Wir werden uns aber mit der Geschichte des Kindergartens in Bezug zur Schule beschäftigen. Ja, zunächst einmal möchten wir Sie einstimmen auf dieses Thema, und zwar durch eine kleine Auswahl historischer Bilder. Ein Bild ist ja bereits auf unserer Titelfolie zu sehen. Es trägt den Titel »Der kleine Schulmeister« und passt, wie ich finde, zu unserem Thema. Dieses Bild und auch die folgenden Bilder, die Sie gleich sehen werden, sollen Ihnen einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie die vorschulischen Einrichtungen damals denn aussahen und zur Vorgehensweise. Also ich möchte die Bilder nicht mit Ihnen analysieren oder auch ja, umfangreich kommentieren, vielleicht einige Bemerkungen dazu geben, aber ich möchte, dass Sie die Bilder einfach auf sich wirken lassen und damit eben einen ersten Eindruck bekommen, wie sah es denn damals überhaupt in Kleinkinderschulen oder Kindergärten aus. Ja, ein erstes Bild zeigt eine Kleinkinderschule in England um 1840. Ich habe dieses Bild ausgewählt, einmal, weil es eine typische Situation zeigt, wie man sich damals Einrichtungen vorgestellt hat. Man hatte sich an Schule orientiert und dementsprechend sah es auch aus, so wie man sich auch Schule vorgestellt hat. Ich habe dieses Bild auch deshalb ausgewählt, weil es eine Kleinkinderschule zeigt in England von Samuel Witherspoon. Dieser Mann war
hatte einen sehr großen Einfluss auf die Kleinkinderschulbewegung in England und auch auf die Kleinkinderschulbewegung in Deutschland. Und der Kaiserswerth wurde ja gerade schon erwähnt. Theodor Fliedner begründete in Kaiserswerth die Diakonie und ist einer der führenden Vertreter der öffentlichen Kleinkindererziehung im 19. Jahrhundert. Und er reiste Anfang des 19. Jahrhunderts nach England, war auf Kollektenreise und besuchte auch Einrichtungen wie eben auch diese Kleinkinderschule und brachte die Idee mit nach Deutschland. Eine vergleichbare räumliche Situation findet man auch in Frankreich, hier eine Einrichtung, eine Kleinkinderbewahranstalt um 1845. Also auch hier sieht man wieder eine vergleichbare räumliche Situation. Dann die bereits oder das versprochene Bild zu Kaiserswerth, eine Kleinkinderstube der Kaiserswerther Diakonissenanstalt um 1848. Und hier auch schon eine ganz andere Darstellung der oder Vorstellung der räumlichen Situation. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Theodor Fliedner 1836 als erster damit begann, pädagogische Fachkräfte auszubilden. Also auf ihn geht auch die Ausbildung von frühpädagogischem Fachpersonal zurück. Ja, und das letzte Bild zeigt eine Situation im Kindergarten um 1906. Und man sieht die Kinder beten und ich vermute, dass es dann gleich das Mittagessen gibt, was auf dem Tisch bereitsteht. Eine abschließende Bemerkung noch dazu, was Ihnen vielleicht aufgefallen sein sollte, war, dass die Einrichtungen, das erste Bild in England war überschrieben mit Kleinkinderschule, dann hatten wir eine Kleinkinderbewahranstalt, dann Kinderstube und jetzt zum Schluss Kindergarten. Das ist auch etwas Typisches, dass es verschiedene Bezeichnungen gab. Aber da wird Jürgen Reier auch noch mal gleich drauf zurückkommen. Ja, unseren Vortrag haben wir folgendermaßen gegliedert. Zunächst wird Jürgen Reier über die Anfänge der Kindertagesbetreuung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts berichten, um anschließend daran Gründe für die Entstehung von Tageseinrichtungen für kleine Kinder aufzuzeigen. Hier geht es ihm insbesondere darum, die vielfach verbreitete Industrialisierungsthese zu widerlegen. Anschließend werde ich Ihnen das Verhältnis von Kindergarten und Schule aus einer historischen Perspektive heraus verdeutlichen. Und dabei möchte ich Ihnen eine Phase der Verflechtung, eine Phase der Entflechtung und eine Phase des Verlustes schulbezogener Aufgaben vorstellen. Und in unserem letzten Punkt wird Jürgen Reier dann nochmal Bezug auf die heutige Debatte zum Verhältnis von Kindergarten und Schule herstellen und dabei zwei Positionen, die sich konträr gegenüberstehen, präsentieren, die sogenannten oder von uns genannten Traditionalisten und Reformer. Aber zunächst zu den Anfängen der Kindertagesbetreuung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, meine Damen und wenigen Herren, die Anfänge der Kindertagesbetreuung liegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wer ein anderes Zeitgefühl hat, also beginnt vor etwa 200 Jahren. Zwar gab es auch schon in dem Jahrhundert davor, in dem 18. Einrichtung für kleine Kinder, so soll der kleine Johann Wolfgang Goethe eine Spielschule besucht haben, aber zu einer eigentlichen Gründungswelle kam es erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die historische Erziehungswissenschaft, die sich mit der Geschichte der Tagesbetreuung beschäftigt, schätzt die Anzahl der Einrichtungen, die zwischen 1820 und 1850 entstanden, auf ca. 600, davon in Preußen knapp 400. Von diesen etwa 600 Einrichtungen waren nur etwa 20 Kindergärten. Kindergärten waren Einrichtungen,
die nach der Methode des Thüringer Pädagogen Friedrich Fröbels arbeiteten. Für die anderen Einrichtungen gab es die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Es gab im 19. Jahrhundert mindestens 15 davon. Eine davon ist die Warteschule. Da lernen die Kinder nicht warten, sondern da wurden sie gewartet, also gepflegt. Man könnte eine andere Reihe aufmachen mit Namen für Schulen, Stadtschule, Industrieschule und so weiter. Da kommen wir auch auf eine ganze Liste. Also da gab es auch keine einheitliche Bezeichnung. Die bekanntesten waren natürlich Elementarschule und Volksschule. Wenn wir uns das ansehen und den Kindergarten als nur eine Einrichtungsform sehen, dann können wir eine historische Falschmeldung korrigieren. Eine Falschmeldung, die zwar immer wieder zu hören ist, die dadurch aber nicht richtiger wird. Die Falschmeldung lautet, dass der Thüringer Pädagoge Friedrich Fröbel der Begründer all dieser Einrichtungen gewesen sei. Das hört sich dann so an, Friedrich Fröbel war der Begründer der Kindergärten. Punkt. Und jeder, der jetzt nicht nachfragt, der denkt, aha, die ersten Tagesbetreuungseinrichtungen hat der Fröbel erfunden. Hat er nicht. Das ist nachweislich falsch und ein Kollege aus Bamberg, der Günther Ernig, der hat sogar einen Aufsatz geschrieben, in dem er anzweifelt, dass der Friedrich Fröbel überhaupt den Namen Kindergarten erfunden habe. Als der Fröbel begann, über Betreuung, Pflege kleiner Kinder nachzudenken, gab es schon hunderte von Einrichtungen, in denen kleine Kinder tagsüber betreut, gepflegt und in nützlichen Dingen unterrichtet wurden. Das macht Friedrich Fröbel nicht weniger bedeutsam für die Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung, nur liegt seine Bedeutung woanders, worauf noch einzugehen sein wird. Fragen wir nach Gründen für die Entstehung von Tageseinrichtungen für kleine Kinder. Warum entstehen diese Einrichtungen gerade jetzt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Warum entstehen sie nicht 50 oder 100 Jahre vorher? Warum nicht 50 oder 100 Jahre später? Bei der Beantwortung dieser Frage stoßen wir auf eine weitere historische Falschmeldung. Ich habe sie noch vor wenigen Wochen auf einer wissenschaftlichen Tagung gehört. Da meinte doch ein leibhaftiger Professor, das sei die Industrialisierung gewesen. Was bedeutet Industrialisierung? Industrialisierung bezeichnet die Ablösung der traditionellen vorwiegend agrarisch-handwerklichen Produktionsweise durch den Ausbau großer, zentralisierter Produktionsstätten mit mechanisierten und maschinellen Arbeitsgängen in sogenannten Fabriken. Die Wirtschaftsbereiche einer Volkswirtschaft wird gewöhnlich in Sektoren eingeteilt. Drei große Sektoren werden unterschieden. Primärer Sektor, also Landwirtschaft, Bergbau, sekundärer Sektor, verarbeitendes Gewerbe und dritter Sektor, Dienstleistung. Sie wissen, dass der Bereich der Dienstleistung in den letzten 150, 200 Jahren enorm zugenommen hat gegenüber den anderen Wirtschaftsbereichen. Die erste Industrialisierungswelle, die zum verarbeitenden Gewerbe, also zum sekundären Sektor gehört, wird auch als industrielle Revolution bezeichnet. Der Ausdruck stammt von dem Mitbegründer des dialektischen Materialismus und Fabrikantensohn Friedrich Engel. Industrielle Gesellschaften, so lernen Sie in jedem soziologischen Proseminar, sind durch hochgradige Arbeitsteilung und durch die Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz gekennzeichnet. Soweit, so gut. Was hat das jetzt mit kleinen Kindern zu tun? Man könnte annehmen, dass die Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz sich auf die Betreuungssituation kleiner Kinder ausgewirkt hat.
Die These, dass die Industrialisierung ursächlich für die Entstehung von Tageseinrichtungen für Kinder anzusehen sei, lautet dann etwa so. Erstens, durch die Industrialisierung kommt es immer stärker zu einem Auseinandertreten von Wohn- und Arbeitsplatz. Zweitens, dadurch können sich die zuständigen Betreuungspersonen, also die Eltern und hier zuvörderst die Mütter, immer weniger um die Betreuung der Kinder kümmern. Und drittens, um die dadurch entstehenden Betreuungsnotstände aufzufangen, entstehen Tageseinrichtungen für Kinder. Klingt plausibel, lässt sich bloß nicht belegen. Denn man müsste dreierlei zeigen, wenn die Industrialisierungsthese einigermaßen plausibel wäre, man müsste dreierlei zeigen. Man müsste erstens zeigen, dass die Tageseinrichtungen vor allem in den frühen Industriegebieten entstanden sind. Zum Beispiel Textilindustrie Sachsen oder frühe Industrie Rheinland-Westfalen. Man müsste des Weiteren zeigen, zweitens, dass erst mit der Industrialisierung die Erwerbsarbeit von Müttern kleiner Kinder in einem größeren Umfang einsetzte. Und man müsste drittens zeigen können, dass die hauptsächlichen Betreuungspersonen, nämlich die Mütter, immer stärker durch die Fabrikarbeit an der Betreuung ihrer kleinen Kinder gehindert worden wären. All dies lässt sich nicht zeigen. Die Einrichtungen entstanden auch in Orten und Regionen, wo weit und breit von Industrialisierung, von Fabriken nichts zu sehen war. Darüber hinaus können Sie. Sie brauchen nur wenige Quellenschriften aus jener Zeit zu lesen. Dann werden Sie feststellen, dass damals gerade für die ländlichen Regionen Tagesbetreuungsmöglichkeiten für kleine Kinder gefordert wurden. Also das hat mit Industrialisierung nichts zu tun und damit ist auch klar, dass die Mütter der Kinder, die diese Einrichtungen besuchten, nicht in Fabrikanlagen beschäftigt gewesen sein konnten. Das schließt nicht aus, dass es irgendwo mal eine Fabrik gab, wo vielleicht auch, obwohl Fabrikarbeit von Frauen, das ist erst ein Phänomen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das geht aus der Gewerbe, aus den Schriften zur Gewerbeaufsicht hervor, dass die Frauen in Fabriken arbeiten. Fabrikarbeit war erst Männersache und teilweise Kinderarbeit. Das belegen auch die Listen der Tätigkeiten der Mütter, deren Kinder um 1850 eine Einrichtung besuchten. Die Erwerbsarbeit von Müttern kleiner Kinder ist keineswegs eine Folge der Industrialisierung. Ebenso wenig wie die Kinderarbeit war die Erwerbsarbeit von Müttern, insbesondere auf dem Lande, etwas Neues. In einer Schrift aus dem Jahre 1826, einer Schrift eines Mannes, der eben schon genannt worden ist, Wilderspin oder Walderspin, von 1826, der gibt folgende Aufzählung: Badfrau, Wasserträgerin, Öbstlerin, Gemüsehändlerin, Färberin, Fischverkäuferin, Fleischverkäuferin, Krankenwärterin, Tagelöhnerin. Also wenn die Industrialisierungsthese einigermaßen stimmen sollte, dann müsste man in den zeitgenössischen Schriften eine viel größere Nähe der Erwerbstätigkeiten der Mütter kleiner Kinder zu irgendwelchen Fabrikarbeit etc. Finden können. Damit entsteht natürlich, wenn wir die Industrialisierungsthese für wenig brauchbar halten, die Frage nach anderen Gründen, warum Einrichtungen entstanden sind.
Zwei Motive, die zur Entstehung von Tageseinrichtungen für kleine Kinder geführt haben, möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Aus der zeitgenössischen Quellenliteratur lassen sich zwei Motive herausbilden, herausarbeiten, destillieren, wie immer, die sehr viel besser mit der historischen Wirklichkeit verträglich sind als die Industrialisierungsthese. Das erste dieser Motive lässt sich als sozialfürsorgerisches Motiv bezeichnen, das andere als bildungspolitisches Motiv. Zum ersten, das sozialfürsorgerische Motiv zur Gründung und Trägerschaft der Tageseinrichtung entsteht vor allem im engen Zusammenhang mit einem Phänomen, das in vielen Schriften jener Zeit besprochen, analysiert, erklärt und verurteilt wurde. Der Name dafür war der aus dem Englischen übernommene Begriff Pauperismus oder Massenarmut. Die Flut an Schriften, die sich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit diesem Phänomen des Pauperismus beschäftigten, bezeichnet die historische Fachliteratur auch als Pauperismus-Literatur. Nach einer amtlichen Statistik galten 70% der Familien in Preußen in der Mitte des 19. Jahrhunderts als arm. Und Armut meint hier nicht eine relative Armut, also mit Bezug auf den Stand, also ein Fürst konnte durchaus arm sein, wenn er, sofort habe ich es gesehen, er konnte durchaus arm sein, wenn der statt mit einer vierspännigen Kutsche nur mit zwei Pferden fahren konnte, dann galt er in seinem Stand als arm. Das ist relative Armut. Diese 70%, das war absolute Armut. Bitte schön. Ich wollte den Prozentsatz nochmal wissen, aber ich habe es ja gerade gehört. 70, ja. Diese 70% hatten weniger als 100 Taler im Jahr zur Verfügung. Damit lebten sie an der Armutsgrenze oder darunter. Einer der zentralen Gründe für die Massenarmut war die sprunghaft ansteigende Bevölkerung. Damit entstand die Situation, dass die Bevölkerung schneller wuchs als die Möglichkeiten der Nahrungsproduktion, um diese Bevölkerung zu ernähren. Ähnlichkeiten mit der Situation heute im Weltmaßstab werden Sie unschwer entdecken können. Ein anderes Problem ging damit einher. Die ansteigende Bevölkerungsmenge stieß nicht nur an die Grenzen des Nahrungsspielraums, sondern auch an die Grenzen der traditionellen bäuerlich-handwerklichen Infrastruktur. Das bedeutete, dass immer mehr Menschen keine das Leben ausreichend sichernde Arbeit fanden. Auch hier gibt es Ähnlichkeiten zur heutigen Situation. Sie wissen vielleicht, viele Menschen müssen mittlerweile Mehrfachjobs annehmen, weil der eine nicht mehr ausreicht. Das war genau damals die Situation. Und das erklärt auch diese massenhaft ansteigende Erwerbsarbeit von Müttern kleiner Kinder. Die Träger der Einrichtung waren Vereine. Sie verfolgten mit der Gründung und Unterhaltung ihrer Einrichtungen einen doppelten Zweck. Durch die Übernahme der Betreuungsarbeit sollte den Müttern Gelegenheit gegeben werden, irgendeiner Erwerbsarbeit nachzugehen, um dadurch die prekäre Haushaltslage zu entschärfen. Das war nicht nur humanitär oder irgendwie menschenfreundlich, damit sollten auch die Armenkassen entlastet werden. Da gingen die Mütter zur Armenkasse und sagten, ich habe kleine Kinder, ich kann nicht arbeiten. Und wenn es jetzt an dem Ort Einrichtungen gab, dann sagte der Armenpfleger, ja, gute Frau, dann schick dein Kind in eine Bewahranstalt, dann kannst du arbeiten gehen.
Also einerseits war mit den Einrichtungen bezweckt, dass die Mütter gewissermaßen zufrieden und unbesorgt ihrer Tätigkeit nachgehen können, welche das auch immer war. Und gleichzeitig aber sollten dadurch die Kinder der Verwahrlosung entzogen werden. Und diese doppelte Zweckbestimmung lässt sich aus nahezu allen Quellenschriften jener Zeit herauslesen. Und wenn wir die Schriften, die wir beiden gelesen haben, zusammennehmen, dann kommen wir locker auf 500 bis 600. Und ich will eine Wette eingehen, dass davon 90% dieses Motiv zu finden ist. Ich komme zum zweiten Motiv. Das bildungspolitische Motiv entsteht im Zusammenhang mit den reformorientierten pädagogischen Theorien und Konzepten seit dem späten 18. Jahrhundert. Die zentrale Zielvorstellung dieser neuen pädagogischen Theorien ja, jetzt musst du mir die Seite 7, ach, das ist aber nett von dir. Die zentrale Zielvorstellung war die allgemeine und natürliche Menschenbildung. Wohlbekannte Namen stehen für diese neuen pädagogischen Theorien. Ich nenne einige. Johann Friedrich Herbart, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt, Adolf Diesterweg und natürlich auch der für unseren Zusammenhang bedeutsame Friedrich Fröbel, Friedrich Wilhelm August, hat drei Vornamen gehabt, wie heute die Amerikaner. In diesem Jahr, 2012, wird in Deutschland ein doppelter Gedenktag begangen, sein 230. Geburtstag. Fröbel wurde 1782 geboren und sein 160. Todestag starb 1852. Die Bedeutung Friedrich Fröbels für die Tagesbetreuung von Kleinkindern liegt darin, dass er als erster eine wirklich theoretisch auf philosophischer Grundlage beruhende, gehaltvolle Pädagogik der frühen Kindheit entworfen hat und dies schon im Jahre 1826, wo er noch gar nicht wissen konnte, dass er irgendwann mal von Kindergärten sprechen würde, in seinem pädagogischen Hauptwerk Die Menschenerziehung, 1826. Friedrich Fröbel und nach ihm die Fröbelianer verfolgten über das gesamte 19. Jahrhundert das Ziel, den Kindergarten als unterste Stufe des allgemeinen Bildungssystems auszubauen. Anfänglich wurden sie dabei von den Lehrervereinen unterstützt. Der Allgemeine Deutsche Lehrerverein, ein historischer Vorläufer der heutigen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, forderte auf seiner Gründungsveranstaltung in Eisenach im September 1848 die, ich zitiere, einheitlich vom Kindergarten bis zur Hochschule aufwärts gegliederte Deutsche Volksschule. Dieses Ziel wurde nicht erreicht und es sollte noch etwa 150 Jahre dauern, also bis in unsere Gegenwart hinein, unmittelbare Gegenwart, bis die staatliche Bildungspolitik nennenswerte Anstrengungen unternahm, den Kindergarten als unterste Stufe in das allgemeine Bildungssystem zu integrieren. Bevor mir nun Menschen, die in den neuen Bundesländern groß geworden sind, anfangen mit irgendwas zu werfen, diese Zielvorstellung hat es in der DDR schon sehr viel früher gegeben und ist in der DDR schon sehr viel früher erreicht worden. Da war der Kindergarten die unterste Stufe des allgemeinen Bildungssystems. Und der Kindergarten gehörte auch zum Volksbildungsbereich, während die Krippen in der DDR zum Gesundheitsbereich gehörten. Mit diesem bildungspolitischen Motiv, das damals entstand und das eben gerade von den Fröbelianern verfolgt wurde, ist natürlich ein Problem verbunden, nämlich
Wenn man für alle Kinder den Besuch von Kindergärten fordert, genau das haben die getan, dann entsteht zwangsläufig die Frage, wie haltet ihr es mit der Schule? Und das ist das Thema von Diana Frankl-Meyer. Ja, bevor wir uns jetzt mit dem Verhältnis von Kindergarten und Schule aus historischer Perspektive beschäftigen, werde ich Ihnen noch einige weitere Bilder zeigen von vorschulischen Einrichtungen damaliger Zeit. Zunächst eine Kleinkinderschule um 1880. Was kann man zu dem Bild sagen? Einmal, denke ich, sollte Ihnen die sehr anregungsarme Umgebung auffallen und zum anderen die, wie ich finde, geistige Abwesenheit der Aufsichtsperson oder Wartefrau, wie man sie damals nannte. Also die ist nicht wirklich bei der Sache. Das zweite Bild zeigt eine typische Situation oder eine typische Methode, wie Kinder in den Einrichtungen beschäftigt wurden, nämlich durch das Erlernen oder Verrichten von Handarbeiten wie Stricken oder Nähen. Also das wird hier sehr deutlich, und was auch deutlich wird, das ist eine konfessionelle Einrichtung. Also es gab, Herr Jürgen Reier sagt es ja bereits, verschiedene Trägervereine, und ein großer Anteil waren konfessionelle Einrichtungen. Das nächste Bild zeigt einen Kindergarten, und es zeigt Kinder, die mit den Spielgaben von Friedrich Fröbel beschäftigt sind und eine Erzieherin, die sie dabei unterstützt. Und überschrieben ist das Bild mit Bildungsort Kindergarten. Allerdings haben die Fröbelianer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts es etwas übertrieben mit ihrem Bildungsgedanken und haben eine gewisse Verschulungstendenz in den Kindergarten gebracht. Und damit sind sie natürlich auch von den Schulpädagogen sehr stark kritisiert worden. Und das sieht man auf dem letzten Bild, was ich Ihnen zeigen möchte. Also hier sieht man ganz stark, die Kinder sind wieder mit Spielgaben beschäftigt, aber es hat einen Schulcharakter, einen ganz eindeutigen Schulcharakter. Und sie müssen mit den Spielgaben spielen, so wie die Erzieherin ihnen das vorgibt. Doch nun zu der Frage nach dem Verhältnis von Kindergarten und Schule aus historischer Perspektive. Mit der Entstehung von Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden auch zwei institutionelle Bezüge. Zum einen das simultane Verhältnis zur Familie, zum anderen das sukzessive Verhältnis zur Schule. Bislang fanden in der historischen Forschung nur die familienbezogenen Aufgaben öffentlicher Kleinkindererziehung Berücksichtigung. Dies führte zu der Auffassung, dass die elementarpädagogischen Einrichtungen als familienunterstützende Nothilfeeinrichtungen entstanden seien, ohne jede konzeptionelle oder funktionale Verbindung zur Schule. Aufgrund dieser einseitigen Betrachtungsweise entstand der irreführende Eindruck, dass die Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung bis heute fernab der Schule verlaufen sei. Es macht also Sinn, die zeitgenössischen Quellen im Hinblick auf das Verhältnis öffentlicher Kleinkindererziehung zur Familie und zur Schule zu sichten. Denn dabei wird deutlich, dass sich die Ablaufgestalt der Geschichte frühkindlicher Einrichtungen anders darstellt als bei einer nur auf die Familie bezogenen Geschichtsschreibung. Denn eine systematische Auswertung der zeitgenössischen Quellen lässt erkennen, dass die Entwicklung frühkindlicher Einrichtungen zunächst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Bemühungen um Verflechtung und nachfolgend ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Entflechtung von familienbezogenen und schulbezogenen Aufgaben bestimmt gewesen ist. In der Zeit der Weimarer Republik kam es dann zu einem endgültigen Verlust der schulbezogenen Aufgaben, bei gleichzeitigem Aufstieg der Formel vom eigenständigen Bildungsauftrag des Kindergartens gegenüber der Schule und der Familie. Betrachten wir nun diese Verlaufsgestalt entlang ihrer historischen Abfolge genauer. Und dazu müssen wir zunächst erstmal in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gehen,
in die Entstehungszeit der Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung, denn hier lagen die familienbezogenen und die schulbezogenen Aufgaben und Motive so eng beieinander, dass man geradezu von einer Motivverflechtung sprechen kann. Die anspruchsvolleren Quellenschriften zur öffentlichen Kleinkindererziehung lassen eine erhebliche Reflexionsarbeit zum Verhältnis frühkindlicher und schulischer Bildung erkennen. Ebenso erkennbar werden Vorschläge für eine didaktisch-methodische Vermittlung beider Bildungsbereiche, was einige Parallelen zur heutigen Fachdebatte über Anschlussfähigkeit aufweist. Interessanterweise wurden die Verflechtungsansätze nicht nur auf konzeptioneller Ebene diskutiert, sondern waren teilweise auch in der Einrichtungswirklichkeit angekommen. Das wird daran deutlich, dass es in vielen Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung Lehrer gab, die für die Bildung der Kinder verantwortlich waren. Sie gehörten allerdings nicht zum ständigen Personal, sondern kamen nur einige Stunden pro Tag in die Einrichtungen, um die Kinder gezielt auf die Schule vorzubereiten. Manche Einrichtungen entwickelten auch sogenannte Entlassungszeugnisse. Ich habe hier mal eins mitgebracht zur Anschauung. Ein Entlassungszeugnis aus dem Jahre 1838. Sie hatten den Zweck, den zukünftigen Lehrer über die Eigenschaften des Kindes und dessen Familiensituation zu informieren und dienten damit der Sicherung kontinuierlicher Bildungs- und Erziehungsprozesse. Also Sie sehen hier, wurde der Name des Kindes eingetragen, die Zeit, in der es die Einrichtung besucht hatte und dann war noch Platz gelassen für bestimmte Besonderheiten des Kindes und zur Familiensituation. Diana, eine kurze Ergänzung. Ich habe eine Folie noch zu Hause, die habe ich leider verlegt, aber die werde ich irgendwann mal finden. Das ist von 1930. Da kommen die ganze Liste, Betragen etc. sehr gut. Und das letzte Fach, Kindergartenfach, ist Butterbrot essen. Butterbrot essen sehr gut. Ja, neben den familienbezogenen Motiven, die zur Gründung und zur pädagogischen Rechtfertigung der Einrichtung führten, hat es also immer auch schon schulbezogene Motive gegeben. Dabei war die Motivlage keineswegs einheitlich, denn die Quellen lassen zwei verschiedene Autorengruppen deutlich werden, die man als die Gemäßigten und die Radikalen bezeichnen könnte. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht in der Größe der Zielgruppe. Die Gemäßigten hatten eine Minderheit, die Radikalen hatten eine Mehrheit an Kindern vor Augen. Das heißt, die Gemäßigten wollten nur solche Kinder in die Einrichtungen aufgenommen wissen, deren Familien, insbesondere die Mütter, objektiv nicht in der Lage waren, die Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder selbst zu leisten. Hier wird deutlich das Bestreben erkennbar, die Primo-Loco-Zuständigkeit, also die Erstzuständigkeit der Familie für die Primärsozialisation des Kindes, unangetastet zu lassen. Das bedeutet, prinzipiell sind die Eltern dazu verpflichtet, für die Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer kleinen Kinder selbst zu sorgen. Die Aufnahme in eine Kleinkindereinrichtung sollte nur im Notfall vertretbar sein. Wenn somit also nicht daran gedacht war, Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung tendenziell für alle Kinder zu fordern, dann hatte dies unmittelbare Konsequenzen für die Aufgabenbestimmung gegenüber der Schule. Sie bestand lediglich darin, elterliche und familiale Defizite bei der Vermittlung schulvorbereitender Kompetenzen auszugleichen. Ja, im Gegensatz dazu bezogen sich die Motive der Radikalen auf Mehrheiten von Kindern und konnten so weit gehen, nicht nur für tendenziell alle Kinder eine öffentliche vorschulische Betreuung, Erziehung und Bildung zu fordern, sondern diesen Bereich auch als Unterbau einem neu entstandenen Volksbildungswesen einzugliedern. Das heißt, die vorschulischen Einrichtungen sollten eine familienergänzende Funktion übernehmen, also nicht nur Familien unterstützen, sondern auch familienergänzend, die unabhängig von einem familialen Betreuungsbedarf definiert war. Zwar waren damit natürlich auch Betreuungs- und Unterstützungsmotive verbunden, der funktionale Zusammenhang zwischen öffentlicher Kleinkindererziehung und familialen Betreuungsbedarf wurde damit aber aufgelöst. Denn schrieb man den Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung eine familienergänzende Funktion zu, dann galten tendenziell alle Familien als ergänzungsbedürftig.
Interessanterweise können die Akteure, die der radikalen Richtung zugeordnet werden, waren größtenteils Schulpädagogen. Insbesondere im Revolutionsjahr 1848 nahm die Lehrerschaft Bezug auf die Einrichtungen der öffentlichen Kleinkindererziehung und betrachtete diese als Grundlage der Volksbildung. Die Zahl der Einrichtungen hatte in dieser Zeit ein Ausmaß erreicht, dass die Frage nach ihrer Eignung als vorschulischen Unterbau für das Schulwesen entstehen ließ. Deutlich wird das Interesse der Schulpädagogen an den frühkindlichen Einrichtungen, insbesondere an der Vielzahl von Veröffentlichungen in zeitgenössigen Schulzeitschriften. So berichteten beispielsweise die Pädagogische Revue, die Allgemeine Schulzeitung, die Sächsische Schulzeitung, das Schulblatt für die Provinz Brandenburg, um nur eine Auswahl an zeitgenössigen Zeitschriften zu nennen, über die neu entstandenen vorschulischen Einrichtungen. Aufschlussreich ist auch ein Blick in das umfangreiche Werk Die Schulen des Heidelberger Theologieprofessors Friedrich Heinrich Christian Schwarz aus dem Jahr 1832. Ich habe Ihnen hier mal das Titelblatt dieser Schrift mitgebracht. Ja, aufschlussreich ist sein Blick in dieses Werk deshalb, weil Schwarz hier die Bewahranstalten und Kleinkinderschulen als erste Stufe in das öffentliche Schulwesen einordnete. Ihm ging es dabei aber nicht nur um eine äußere Verbindung beider Einrichtungen, sondern auch um die Organisation kontinuierlicher Lern- und Bildungsprozesse. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Er schreibt, ich zitiere, wenn in einem Lande das Schulwesen mit den Kleinkinderschulen anfängt, dann geht es von seinem wahren Anfangspunkt aus und befolgt von Grund aus das Naturgesetz der Stetigkeit. Gegen Ende der 1830er Jahre war dann auch Friedrich Fröbel zu der Erkenntnis gekommen, dass die Bildung des Kindes schon vor der Schulzeit beginnen müsse. Denn auch er hatte festgestellt, dass dem derzeitigen Schulwesen das rechte Fundament fehle. Mit der Herstellung von Spielmaterialien und kurze Zeit später mit der Gründung einer Spiel- und Beschäftigungsanstalt, die er 1840 Kindergarten nannte, begann er seinen Gedanken zur frühkindlichen Bildung und Erziehung eine praktische Gestalt zu geben. Von Anfang an setzte er seinen Kindergarten in ein Kontinuitätsverhältnis zur Schule. Das heißt, die Bildungsarbeit des Kindergartens sollte sich auf die Schule beziehen. Was Fröbel auszeichnet, ist, dass er als erster eine detaillierte Kleinkindpädagogik entwickelt hat und seine Kindergartenmethodik auf das Spiel aufbaute. Für ihn und seine Anhänger galt das Spiel als reinster Ausdruck kindlicher Selbsttätigkeit. Man kann also festhalten, dass der Schulbezug in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahezu selbstverständlich zu den Aufgaben der Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung zählte. Daraus abgeleitet stellt sich nun die Frage, was im weiteren Verlauf der Entwicklung dazu führte, dass Kindergarten und Schule voneinander getrennte Wege einschlugen, sodass wir heute unzureichende bzw. fehlende anschlussfähige Bildungsprozesse beklagen müssen. Was also waren die Ursachen für diese getrennte Entwicklung? Und damit komme ich zum nächsten Punkt, und zwar zu der Phase der Entflechtung von familienbezogenen und schulbezogenen Aufgaben. Als Antwort auf die Frage, wie es denn zu diesem Entflechtungsprozess kommen konnte, können zwei Gründe genannt werden. Erstens wurde die konzeptionelle Entflechtung von familienbezogenen und schulbezogenen Aufgaben durch zwei staatliche Einflüsse begünstigt, nämlich durch das 1851 erlassene preußische Kindergartenverbot. Also man muss sich vorstellen, es gab ein Verbot der Kindergärten in Preußen, und durch die 1854 erlassenen preußischen Schulregulative. Beide waren staatlich-administrative Regulierungen der Reaktionszeit, die als Folge der gescheiterten bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848-49 gesehen werden können.
Ja, preußisches Kindergartenverbot. Das heißt also, wenn man in dieser Zeit, 1851, einen Kindergarten eröffnen wollte, dann war das ganz schön gefährlich. Wie gefährlich das Leben damaliger Kindergärtnerinnen wirklich war, verdeutlicht eine aktuelle Publikation von Jürgen Reyer, die ich an dieser Stelle erwähnen möchte, in der er das preußische Kindergartenverbot in Romanform verarbeitet hat. Und dieses Buch erscheint im April diesen Jahres. Ja? Haben die Kindergärten dann verboten aufgrund dessen, dass man das als Brutstätten der Revolution irgendwie gesehen hat? Ja. Ja. Also da gab es eine klare Verbindung. Ja. Ist jetzt nochmal ein Thema, was ich jetzt hier nicht so ganz aufmachen möchte. Es gab die sogenannten freien Gemeinden und die standen eben auch unter Verdacht, die Revolution eben mit angezettelt zu haben. Also da haben die Preußen ja so ein Nest der Revolutionäre entdeckt und natürlich auch im Kindergarten gesehen. Ja, also an dieser Stelle der Hinweis auf den Roman von Jürgen Reyer, der im April erscheint, wo Sie das Kindergartenverbot nochmal in einer Romanform verarbeitet sehen, mit einer mutigen Kindergärtnerin als Hauptakteurin, die ja versucht, in Preußen einen Kindergarten zu führen und wird natürlich dann, ist einigen Gefahren ausgesetzt. Ja, zurück zur Entflechtung. Zweitens waren es aber vor allem Veränderungen in der Trägerlandschaft, die an dem Entflechtungsprozess beteiligt waren. So bildeten sich im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Trägerfraktionen mit eigenen weltanschaulichen und pädagogischen Positionierungen heraus, die aus der Motivverflechtung jeweils ein Motiv als ihr konzeptionelles Leitmotiv übernahmen und es zu der gegnerischen Position in Opposition setzten. Auf der einen Seite standen die großen konfessionellen Trägerfraktionen, auf der anderen Seite standen Fröbel, die Fröbelianerinnen und Fröbelianer und die daraus hervorgehende Fröbel-Bewegung. Die konfessionellen Trägerverbände schrieben den vorschulischen Einrichtungen primär familienunterstützende Aufgaben zu und sahen deshalb keinen Anlass, über das Verhältnis ihrer Einrichtungen zur nachfolgenden Elementar- bzw. Volksschule nachzudenken. Für die evangelische wie für die katholische Seite stand fest, dass die Einrichtungen nicht mehr sein sollten als familienfürsorgerische Nothilfeeinrichtungen. Sie sortierten deshalb schulbezogene Aufgaben nahezu völlig aus. Mit ihrem familienbezogenen Aufgabenprofil trafen sie allerdings die Bedarfslagen entschieden besser als die fröblichen Kindergärten. Denn, wie Jürgen Reyer eingangs bereits erwähnte, übertraf das Einrichtungs- und Platzangebot der konfessionellen Träger das der fröblichen Kindergärten um ein Vielfaches. Die nachgewiesene Notwendigkeit der Erwerbsarbeit der Mutter und die daraus drohende Vernachlässigung und Verwahrlosung der Kinder galten dabei als primäre Aufnahmekriterien. Ganz anders hingegen die Fröbelianer. Vielleicht drückt nicht so sehr ihre Zielvorstellung aus wie die Formulierung einer Preisfrage, die der Berliner Ortsverein des Fröbelverbands 1875 in der Verbandszeitschrift Kindergarten ausschrieb. In welcher Weise ist die organische Verbindung des Kindergartens zur Schule herzustellen? Über die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts unternahmen die Fröbelianer immer wieder Versuche, den Kindergarten organisatorisch und administrativ als unterste Stufe in das allgemeinbildende Schulsystem zu verankern. Dabei sollte der Kindergarten, so die Vorstellung des Fröbelianers August Köhler, der wurde hier eingangs auch schon mal erwähnt, seine Selbstständigkeit aufgeben und in den äußeren Klassenverband der Schule eingereiht werden. Die so geschaffenen Kindergartenklassen sollten mit den Schulklassen derart organisch verbunden werden, dass jedes Kind individuell seinen Entwicklungsbesonderheiten entsprechend von der Kindergartenklasse in die Schulklasse übertritt. Wie ich finde, eine sehr fortschrittliche Überlegung, die auch heute wieder auf der Tagesordnung steht. Also wie man den Übergang zwischen Kindergarten und Schule denn überhaupt schaffen kann.
Die Fröbelianer setzten also die Bemühungen der deutschen Lehrervereine aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fort. Auf eigenen Tagungen wie der Generalversammlung des Deutschen Fröbelverbandes 1875 in Weimar oder während der Deutschen Lehrertage versuchte der Fröbelverband, seine Forderungen nach einer organischen Verbindung von Kindergarten und Schule Gehör zu verschaffen. Emissäre wurden in deutsche Ministerien entsandt, um für die Sache des Kindergartens und seine Eingliederung in das Schulsystem zu werben. Doch die deutsche Bildungsadministration war zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Man nahm die Bitten höflich entgegen, aber tat nichts. Warum sollte sie auch? Sie hatte genug damit zu tun, das Volksschulwesen flächendeckend auszubauen. Die Forderungen der Fröbelianer blieben also folgenlos und verloren zunehmend an Vehemenz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zu einer gewissen Annäherung zwischen dem Deutschen Fröbelverband und den konfessionellen Trägerfraktionen. Auf der einen Seite öffneten sich die konfessionellen Einrichtungen für pädagogische Fragen und nahmen Methoden des Kindergartens auf. Auf der anderen Seite kam es mit dem Konzept des Volkskindergartens zu einer Berücksichtigung der familienunterstützenden Funktion. Das Konzept des Volkskindergartens ist eng verbunden mit dem Namen Henriette Schrader-Breimann. Henriette Schrader-Breimann ist die Großnichte von Friedrich Fröbel. In Berlin, im Berliner Pestalozzi-Fröbel-Haus, verband sie Ende des 19. Jahrhunderts Fröbels Bildungstheorie mit Pestalozzis Familienprinzip und leitete so eine neue Epoche innerhalb der Kindergartenpädagogik ein. Und wenn Sie sich dieses Bild jetzt ansehen aus dem Pestalozzi-Fröbel-Haus und dieses nochmal vergleichen mit den Bildern, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe, sollte da auch schon ein Unterschied deutlich werden. Insbesondere auch jetzt hier die Verbindung des, der Spielmethodik von Fröbel und des Wohnstubencharakters von Pestalozzi. Also ich denke, dieses Einrichtungsbild ist nochmal ganz anders als das, was man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesehen hat. Henriette Schrader-Breimann ließ den Gedanken einer Integration des Kindergartens in das allgemeine Bildungssystem fallen und begründete eine eigenständige Kindergartenpädagogik, die sich bewusst von der Schule abzugrenzen versuchte. Insbesondere durch den von ihr entwickelten Monatsgegenstand begab sie sich auf den Weg der Eigenständigkeit. Bewusst grenzte sie auf inhaltlicher und methodischer Ebene die Arbeit des Kindergartens von der Arbeit der Schule ab und setzte an deren Stelle das Vorbild der Familie. Nicht die Schule sei es, sondern die Familie, an der der Kindergarten sich zu orientieren habe. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, und zwar zu dem Punkt der Verlustepoche schulbezogener Aufgaben. Das Verhältnis von Kindergarten und Schule war noch einmal Thema auf der Reichsschulkonferenz von 1920. Diese Konferenz, sie wurde von ca. 600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen besucht, hatte die Aufgabe, über die Neugliederung des Schulwesens nach dem Ersten Weltkrieg zu beraten. Und hier gab es auch noch Stimmen, die für eine größere Annäherung zwischen Kindergarten und Schule sprachen. Aber diese Stimmen blieben Minderheitenmeinungen. Mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922, dem Vorläufer unseres heutigen Kinder- und Jugendhilfegesetzes, wurden die Kindergärten gänzlich der Kinder- und Jugendhilfe zugeschrieben. Und das ist die Situation, die wir ja heute auch noch haben. Für die Kindergärten aber, die auf eine so lange bildungstheoretische Tradition zurückblicken konnten, bedeutete dies nichts weniger als eine Identitätskrise. Denn worin unterschieden sie sich eigentlich noch von den Einrichtungen der anderen Träger? Was machte sie jetzt aus? Was machte das Besondere an diesen Einrichtungen am Kindergarten aus? Die Fröbelianer befanden sich also auf der Suche nach der institutionellen Identität des Kindergartens. Aus dieser Situation heraus erwuchs die Formel vom eigenständigen Bildungsauftrag.
von der schulischen Seite nicht ernst genommen oder gar abgelehnt, entwickelte die deutsche Kindergartenpädagogik jene seltsame Eigenständigkeitsrhetorik, die gegen Verfrühung und Verschulung zu Felde zog, auch wenn solches ernsthaft nicht zu befürchten war. Es gibt wohl kaum eine herausragendere Persönlichkeit der deutschen Vorschulpädagogik, welche die Forderung nach einem eigenständigen Bildungsauftrag so vehement stufentheoretisch begründet hat wie Erika Hoffmann. Erika Hoffmann ist nicht irgendwer. Sie gilt als eine der bedeutendsten Fröbel-Forscherinnen und war von 1928 bis 1947 Fachlehrerin für Pädagogik und Psychologie am Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin. Von 1947 bis 1949 war sie Professorin für Kleinkind- und Grundschulpädagogik an der Universität Jena und von 1949 bis 1951 Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg. In der Zeit von 1951 bis 1966 leitete sie das Evangelische Fröbel-Seminar in Kassel. Sie starb 1995. 1934 schreibt sie in einem Aufsatz über die pädagogischen Aufgaben des Kindergartens, ich zitiere: Jede Lebensstufe muss mit allem, was sie enthält, ganz ausgelebt werden, um eine gesunde Basis für die nächste Stufe zu sein. Ausdrücklich begrüßte sie es, dass es dem Deutschen Fröbelverband in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht gelungen war, den Kindergarten als unterste Stufe des Bildungssystems zu verankern. Noch 1964, in den allerersten Anfängen der ersten Bildungsreform, schreibt sie, ich zitiere: War es zunächst historisch begründet, dass die Kindergärten selbst und die Ausbildung der Erzieherinnen nicht in das deutsche Schulwesen eingegliedert wurden, so sind wir heute gar nicht willens, in diese Richtung zu korrigieren, weil wir zu erkennen glauben, dass die Vorschulzeit bestimmt sein muss von der kindlichen Eigenart des Erlebens. Konsequent hat Erika Hoffmann die Formel von der Eigenständigkeit des Kindergartens auch gegenüber der Familie in Stellung gebracht. Der Kindergarten ergänze, so Hoffmann, die gesunde Familie durch eine eigene Aufgabe, die über die Erziehungsmöglichkeiten der Familie hinausgeht. Und damit hatte der Kindergarten ein Aufgabenprofil, das ihn deutlich gegenüber den konfessionellen Träger abhob, denn für diese blieb der Kindergarten nach wie vor eine sozialpädagogische Nothilfeeinrichtung. Mit der Formel vom eigenständigen Bildungsauftrag sicherten die Fröbelianer also die institutionelle und pädagogische Identität des Kindergartens und gaben dem Vorschulbereich ein eigenes Gesicht. Mein kurzer historischer Rückblick jetzt zu dem Verhältnis öffentlicher Kleinkindererziehung zur Familie und zur Schule sollte deutlich machen, dass wir zu Recht von einer eher anderen Ablaufgestalt sprechen können und dass es die jetzt hier nochmal dargestellte Abfolge gab, beginnend mit der konzeptionellen Verflechtung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der die familienbezogenen und schulbezogenen Aufgaben noch sehr stark miteinander verbunden waren, über eine nachfolgende konzeptionelle Entflechtung bis hin zum Verlust des schulbezogenen Motivs, was den Aufstieg eines eigenständigen Bildungsauftrags gegenüber der Familie und der Schule ermöglichte, zugleich aber, wie ich finde, zu einer sehr diffusen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland geführt hat. Ich wollte deutlich machen mit diesem historischen Rückblick, dass die gegenwärtige Situation der institutionellen frühkindlichen Bildung und Erziehung nur auf der Basis ihrer historischen Entwicklung verständlich wird. So wird die Formel vom eigenständigen Bildungsauftrag des Kindergartens vielfach unhinterfragt übernommen, denn ihre historische Bedeutung ist weitestgehend unbekannt. Also wenn Sie sich Bildungspläne angucken, zum Beispiel, taucht das ganz oft auf, der eigenständige Bildungsauftrag des Kindergartens. In vielfältigen Schriften, Veröffentlichungen wird immer vom eigenständigen Bildungsauftrag des Kindergartens gesprochen. Es ist also eine Formel, die vielfach übernommen wird, aber sie wird nicht hinterfragt, wo kommt das überhaupt her? Und im Zuge der aktuellen Debatten, in denen es eben um anschlussfähige Bildungsprozesse geht, scheint
meiner Meinung nach ein weiteres Festhalten an der Formel vom eigenständigen Auftrag, Bildungsauftrag des Kindergartens, die, wie ich ja hergeleitet habe, als Abgrenzungsformel gegenüber der Schule entstanden ist, ja, für mich fragwürdig. Und damit kommen wir zur heutigen Situation, die eben auch durch zwei, wie wir finden, konträre Positionen gekennzeichnet ist. Einmal die Traditionalisten und die Reformer. Ich muss der Bescheidenheit der Kollegin ein wenig entgegensteuern. Im Literaturverzeichnis werden Sie von Frau Franke-Meyer ein Buch angegeben finden, in dem diese Thesen, die sie uns heute vorgeführt hat, sehr materialreich dargestellt werden. Es ist 2011 erschienen. Die Situation heute, Traditionalisten und Reformer, es sei ganz kurz nur nachgetragen, dass es in den späten 60ern, Diana hat darauf hingewiesen, 70er Jahre schon einmal eine Bildungsreform, eine Forschungsreform in der Bundesrepublik gegeben hat. Forderungen nach Kontinuität von schulischer und vorschulischer Bildung, das gegeben beim Deutschen Bildungsrat etc. etc. Das hat alles nichts gebracht. Und nun haben wir, ja, manche staunen, viele begrüßen es, ich natürlich auch, seit fast 10 Jahren eine Forschungsdebatte in der Bundesrepublik, die nicht nur an einzelnen Phänomenen, sondern bis tief in die Ausbildung hinein, sollen die Erzieherinnen an Fachhochschulen ausgebildet werden, etc. Also es ist eine sehr, sehr tiefgehende Debatte, mit Folgen im Bereich der Kindertagesstättengesetze, sind alle erneuert worden, im Rahmen von Bildungsplänen, die erlassen worden sind. Also da ist schon einiges unterwegs. Gleichwohl finden wir ein nebenteils auch Gegeneinander von traditionsorientierten und reformorientierten Positionen. Eben die reformorientierte und die traditionalistische. Die Reformer wollen die überkommene Abgrenzung, die hier nochmal in einem Zitat von einem Kollegen Diskowski 2008 gekennzeichnet ist, die Reformer wollen die überkommene Abgrenzung zwischen Kindergarten und Grundschule, also zwischen dem Elementar- und dem Primarbereich, überwinden. Das Schlüsselwort dazu heißt Anschlussfähigkeit bzw. anschlussfähige Bildungsprozesse. Eine Folie kriegen wir. So. Solche Bildungsbereiche finden Sie in den eben schon angesprochenen sogenannten Bildungsplänen. Also Bildungspläne sind Bildungspläne der Bundesländer. Alle Bundesländer haben seit etwa 5-6 Jahren, schätze ich mal, sogenannte Bildungspläne erlassen. Diese Bildungspläne sollen die Funktion haben, die konzeptionelle Vielfalt, die es im Kindertagesstättenbereich gibt, in einem gewissen Sinne zu vereinheitlichen. Und in diesen Bildungsplänen finden Sie in der Regel diese Bildungsbereiche aufgegliedert. Diese Bildungsbereiche finden Sie übrigens auch in den Lehrplanwerken der Grundschule. Also sehen hier schon durchaus ein gewisses Bemühen der Bildungsadministration, den Elementarbereich und den Primarbereich, Kindergarten, Grundschule, aufeinander abzustimmen. Wie Sie gehört haben von Frau Franke-Meyer, bedeutet das aus historischer Perspektive, dass die reformorientierte Position heute an alte Forderungen der Froebelianer aus dem 19. Jahrhundert anknüpft, obwohl man in den entsprechenden Werken und Büchern dieser Leute das gar nicht findet. Das heißt, die wissen das gar nicht, woran sie anknüpfen.
Die traditionalistische Position hingegen will eine Abgrenzung zwischen Kindergarten und Grundschule, zwischen dem Elementarbereich und dem Primarbereich aufrechterhalten. Der Schlüsselbegriff der Traditionalisten heißt Eigenständigkeit bzw. eigenständiger Bildungsauftrag des Kindergartens. Diese Position, ich kann an das anknüpfen, was Diana Frankl-Meyer schon begonnen hat, diese Position weist einige Merkwürdigkeiten auf, gelinde gesagt. Denn als erstes stellt sich die Frage, gegen wen sich diese Forderung eigentlich richtet. Denn wenn Sie einmal textanalytisch arbeiten und diese Textstellen lesen, dann haben Sie den Eindruck, da sind Kreuzzügler, die wollen die Kinder retten gegenüber der Schule. Dann, wenn Sie die Schule gewissermaßen als Karikatur gezeichnet sehen vor Ihrem geistigen Auge, dann ist das so ein Bild, das auf den Kindergarten zustößt. Und dann kommen die Retter, die also die Eigenständigkeit des Kindergartens verteidigen. Boah. Wahnsinn. Es wird also mit der drohenden Gefahr argumentiert, dass der Kindergarten verschult werden könnte. Meine Kollegin und ich haben uns die Mühe gemacht, in einem jüngeren wissenschaftlichen Beitrag einmal zu schauen, wo kann man denn diese Tendenzen sehen? Also, dass es irgendwelche Leute gibt in irgendwelchen Bildungsadministrationen, die den Schuss nicht gehört haben oder die keine Ahnung haben, das mag ja gut sein. Aber wenn Sie die neuen Kindergartengesetze sich anschauen, wenn Sie die Bildungspläne sich anschauen, wenn Sie Leute lesen, die einigermaßen Überblick über die Sache haben, dann konnten wir bislang nicht entdecken, dass es da auf größerer Ebene böse Menschen gäbe, die den Kindergarten verschulen wollen. Merkwürdig ist auch zweitens, dass der eigenständige Bildungsauftrag des Kindergartens mit einem Argument verteidigt wird, das von der Entwicklungspsychologie schon längst aufgegeben worden ist. Das Argument besagt, dass die frühe Kindheit bis zum Schulalter eine in sich geschlossene Entwicklungs- und Bildungsstufe darstelle. Die Berücksichtigung, das ist noch Originalton Erika Hoffmann oder heute Originalton Gerd Schäfer oder andere Leute, die Berücksichtigung schulischer Belange, so wird argumentiert, würde die Bildungspotenziale der frühkindlichen Entwicklungsstufe gefährden. Doch wenn wir einmal in entwicklungspsychologische Schriften schauen, dann kommen wir zu einem anderen Bild, nämlich, dass die Entwicklung zentraler Bildungsbereiche, die wir eben gesehen haben, mit dem Erreichen des Schulalters nicht zu irgendeinem Ende käme, die einem Ende, das irgendeiner definierten Stufe entspräche. Stufenpsychologisches Denken ist alt, schrecklich alt. Das hat man früher gemacht, in der Weimarer Zeit, vor 100 Jahren. Da hat man stufentheoretisch gedacht, stufenanthropologisch gedacht. So hat auch Friedrich Fröbel noch teilweise gedacht. Aber wir denken heute eher in Kontinuitäten. Nehmen Sie nur mein Standardbeispiel. Nehmen Sie das Zeichnen eines Kindes im Kindergarten. Eines 4-5-jährigen Kindes im Kindergarten. Dann ist das Zeichnen dieser Kinder in diesem Alter gekennzeichnet durch das sogenannte Schemabild. Das heißt, diese Bilder folgen ganz bestimmten Schemata. Schema der Rechteckigkeit, da stehen die Kinder so da. Ne? Ja, glauben Sie denn, wenn die Kinder jetzt in die Schule kommen, malen die plötzlich anders? Nein, das sind Kontinuitäten. Das ist mit Sprache genauso. Die Kinder kommen doch nicht erst mit Sprache in Berührung, wenn sie in die Grundschule kommen. Und mit all den anderen Bereichen. Wie viele Vorschulkinder wissen ganz genau, für wie viel Cent oder wie viel Eiskugeln man bekommt? Also auch mit Mengen etc. etc. Also das ist keine Stufe, die da irgendwo, aber so argumentieren die Leute. Ja, man fasst sich an kurz. Natürlich ist der Kindergarten nicht nur dazu da, auf die Schule vorzubereiten,
Aber die Traditionalisten kommen einer simplen Tatsache nicht vorbei, dass der Kindergarten, ob er will oder nicht, mit seinen Bildungsprozessen der Schule vorausgeht. Das bedeutet, es ist gar nicht die Frage, ob der Kindergarten der Schule vorarbeitet, sondern einfach nur wie. Wenn also der Kindergarten, wenn der Elementarbereich seinen Platz als unterste Stufe des Bildungssystems einnehmen soll, dann kann sein Bildungsauftrag nur innerhalb des Systems definiert sein. Das aber bedeutet, dass die traditionalistische Abgrenzungshaltung, die für meine Begriffe, und Diana ist ähnlicher Meinung, eigentlich irgendwie verstandlos weitergeschleppt wird, um irgendein Fähnchen zu schwingen oder ich weiß auch nicht, dass diese Abgrenzungshaltung gegenüber der Schule aufgegeben werden muss. Innerhalb des Bildungssystems aber ist noch genügend Raum für Eigenständigkeit. Ja, ich hoffe, es ist Ihnen nicht so ergangen, wie die Kinder von 1905, aber das sehe ich auch nicht. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ist ja was ganz anderes, als uns andere Menschen vorher erzählt haben. Für Sie erstmal die Möglichkeit der Rückfragen oder Diskussion. Alex? Keine Frage zwar. Ja, ich habe gelesen, dass Fröbe eigentlich ursprünglich Erzieher geplant hatte einzustellen. Und hier wurden aber Erzieherinnen erwähnt. Ja. Er sprach in seinen frühen Schriften, als er begann, über das Spiel als die Tätigkeitsweise des Kindes nachzudenken, sprach er von Spielführer. Und hat dann erst später gesagt, das müssen Frauen sein, was die deutsche Volksschullehrerschaft damals, also Teil davon in der Reaktionszeit, auf die Palmebrief, wie sagte noch dieser Dresdner Lehrer, mir graut vor philosophischen Weibern, hat er gesagt. Lehrer aus, weil der Fröbel die Ausbildung und die Tätigkeit in Frauenhand legen wollte. Ist so. Mich würde interessieren, das war ja doch ein deutliches Bekenntnis für die Integration des Kindergartens in ein wie auch immer auszugestaltendes Bildungssystem. Gut, das ist er bei uns irgendwie schon, aber auch nicht. Sag mal, semantisch ist er das häufig. Rechts, von der Rechtsstellung her sehe ich das nicht so. Mich würde interessieren, ob da nicht trotzdem Befürchtungen berechtigt sind, dass ein Übertragen der Struktur, feste Unterrichtszeiten, feste Rhythmen in Stunden, Fachlehrer-Lehrerin-Prinzip, also oder direkte Aufsicht durch ein Schulamt mit all seinen Konsequenzen, das nicht doch auch etwas ist, was zumindest die Traditionalisten, und da würde ich mich jetzt an der Stelle auch wirklich nicht zu zählen, sondern ich befürworte da schon eher die andere Position, aber was die Argumentation von Ihnen auch nachvollziehen lässt. Ja, was mich stört, und ich glaube, da darf ich auch für Diana sprechen, was mich stört, ist diese gewissermaßen diese grundsätzliche Ablehnung. Wenn solche Tendenzen sichtbar wäre, dann wäre ich mit als einer der Ersten, die dagegen argumentieren würden. Das mag es geben und solchen Anfängen muss man steuern. Das ist richtig. Und wenn die Traditionalisten uns das zeigen,
seht, so geht das bei denen, so geht das bei denen, da ist ja nicht mehr vom freien Spiel des Kindes die Rede, etc., etc., dann muss man dem entgegentreten, vollkommen klar. Aber uns hat aufhören lassen, diese fundamentalistische Haltung, die die haben. Nicht eigentlich das Kindergarten, diese Abwehrhaltung, etc., etc. Wenn man mal einmal semantisch in diesen Sätzen wühlt, da ist etwas anderes dahinter, als nur die Befürchtung, die ja berechtigt ist. Und die muss man ernst nehmen und die kann man zurückweisen mit Argumenten. Aber da steckt da etwas anderes. Und das ist irgendwie diese alte Suche der Kindergartenpädagogik nach einer eigenen Identität. So sehen wir es im Augenblick. Die wirkt da irgendwie nach. Aber ist das nicht auch, ich gehe da jetzt mal mit rein, weil ist das nicht auch teilweise, ich sag mal, gerade auch für die Bundesrepublik oder vielleicht auch für die Geschichte im deutschen Gebiet überhaupt eine immer wiederkehrende, ja, romantisierende Verklärung des Kindes, die damit mit zu tun hat. Also jeder, der schon mal ein Kind gesehen hat, weiß doch, dass das nicht nur lieb und nett ist, sondern dass es auch mal kratzt und auch mal tritt. Und dass es auch nicht nur immer fürsorglich betüttelt werden will, sondern dass es schließlich auch mal abhauen will. Das weiß man ja auch aus der Psychologie, dass es nicht nur Bindung gibt, sondern auch Exploration. Und, ja, und dass die deutsche Pädagogik oder viele deutsche Pädagogen und Pädagoginnen immer wieder dieses kleine göttliche Wesen, was da zu beschützen sei und ich weiß es nicht was. Also ich... Wenn man ein wenig in die Texte der, du bist aktuell ein bisschen in die Reformpädagogik eingelesen, wenn Sie Ellen Kay lesen oder sonstige Leute aus der Zeit, also da ist wirklich, die verleihen dem kindlichen Wesen eine Potentialität, eine Produktivität etc. etc., die ist durch irgendwelche Fakten und empirische Forschung überhaupt nicht gestützt, aber da ist genauso dieses romantisierende Bild vom Kind. Da gibt es doch diesen Aufsatz, den hast du doch noch nicht. Der von Maike Bader, meinst du den? Meinst du den? Oder du meinst deine eigene, du vertrittst deine eigene Meinung, genau. Darum dann ganz kurz der Literaturhinweis von der Maike Bader, eine historisch arbeitende Literaturwissenschaftlerin, weiß ich nicht, auf alle Frauenrechtlerin, ja, Maike Bader, der Mythos Kind. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so schnell noch zusammenkriege, aber also der jetzt hier erwähnte Kindheitsmythos, der eben auch in der reformpädagogischen Zeit ja sehr hoch gelobt wird, sie entwickelt das weiter und guckt, was haben wir denn heute? Ist dieser Mythos Kindheit denn heute in unseren Debatten, in unseren Diskussionen auch noch vertreten, bloß eben anders? Also mit anderen Argumenten, zum Beispiel der forschende Lerner oder das Kind als der Entdecker oder was auch immer wir heute als Schlagwörter haben. Und sie versucht da einfach diesen Mythos auch weiterzuführen. Und das finde ich sehr spannend, also zu gucken, dass da immer noch dieser Mythos drinsteckt. Das, was Sie ja gerade versucht haben, auch zu fragen, glaube ich. Vielleicht keine Frage, aber nochmal so eine. Okay. Erst hier, dann. Ihr habt es gesehen. Nur eine kurze Anmerkung. Ich fand es schon nochmal spannend. Ich habe eine Erzieherinnenausbildung, habe später Frühpädagogik studiert und immer Fröbel so wurde immer hochgelobt. Also, es war jetzt mal wirklich auch spannend zu sehen, was gab es drumherum denn noch? Also, eben, er war nicht so das Zentrum der kompletten Kindergartenbewegung. Ja. Der Kindergartenbewegung? Ja, Kindergarten. Ach, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war er. Das stört uns ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe es gesehen. Das stört uns ein bisschen. Es gibt so eine Art Klassikerdebatte in irgendwelchen Handbüchern, da sehen Sie Klassiker der Frühpädagogik. Und dann kommen da ganz illustre Personen, kommen da auf einmal der Sigmund Freud, und wo ich weiß gar nicht, ob der schon mal einen Kindergarten von Ihnen gesehen hat. Oder andere Leute. Der eben schon erwähnte August Köhler in Gotha. Der hat wirklich was Spannendes gemacht. Nur diese Leute, das ist zu Ihnen noch, die Leute kennt keiner, außer lesen Franke Meyer. Die nicht, dann zentriert sich das alles auf Fröbel und Montessori. Und drum gibt es jetzt nichts, keine Leute, weil sie die nicht kennen. Ja, und dann muss Freud herhalten, der Arme. Dabei hat er von drei unmöglichen Berufen gesprochen. Einer davon war der Erzieher. Ne?
Ja. Und im 19. Jahrhundert, ja, ja. Ich würde gerne noch ergänzen, hat man von den drei großen F der Vorschulpädagogik gesprochen. Nun hat Freud natürlich auch ein F als am Anfang seines Namens, aber gemeint hat man Fröbel, der erwähnte Fliedner und Völsing. Ist auch ein Vorschulpädagoge, der nahezu in Vergessenheit geraten ist, aber im 19. Jahrhundert sehr, sehr viel publiziert hat und auch sehr aktiv war, die Vorschulpädagogik voranzubringen. Und der taucht auch nicht auf. Also der Einzige, den man kennt, ist Fröbel. Und so fröbeln Sie in diesem Fröbeljahr, glauben Sie mir. Kindergartenverbot. Ja. Kann ich das vielleicht nochmal genauer erläutern, warum es das jetzt gab? Da ist die Expertin. Du hast den Roman geschrieben. Da bist du gerade momentan drin. Diana hat von den freien Gemeinden gesprochen. Freie Gemeinden entstehen etwa 1840, 1845. Das waren Reformer, Protestler gegen die Amtskirchen. Die wollten ein freieres Gemeindeleben. Und sie stellten gewissermaßen das Verhältnis der Geschlechter gleich. Sie waren führende Vertreter der freien Gemeinden, waren auf der Seite der Revolution. Mussten flüchten teilweise, wurden eingekerkert. Das ist übrigens einer der Wege, wie der Kindergarten, wie der Ausdruck Kindergarten ins Englische kam. Da mussten nämlich die Kindergärten, die mussten fliehen. Die gingen nach England, die gingen in die USA und gründeten dort Kindergarten. Also das war einerseits die freien Gemeinden. Denn das Kindergartenverbot heißt ja im Wortlaut, hoffentlich kriege ich das noch hin, Kindergärten nach fröbischem System dürfen, können nicht geduldet werden, weil sie dazu berechnet sind, die Kinder zum Atheismus und Kommunismus zu erziehen. So, Atheismus meinte diese freien Gemeinden. Die hatten ein anderes Religionsverständnis als die Amtskirchen. Das gefiel den Preußen nicht. Das gefiel denn überhaupt nicht. Preußen, wissen Sie vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht, da gab es ja diese relative Personalunion, Einheit von Kirche und Staat bei den Evangelischen. Das gefiel denen überhaupt nicht. Und die wurden auch verfolgt, die freien Gemeinden. Die hatten Verbote, Gründungsversammlungen. Ihre Führer wurden verfolgt. Da ist das eine, was die umtrieb. Der Kommunismus, da müssten Sie ein bisschen eingelesen sein an die Ideen der Frühsozialisten. Die Frühsozialisten wollten andere Formen, kleinräumigere Formen der Produktion, kleinräumigere Formen des Zusammenlebens. Auf alle Fälle waren sie sehr offen in ihren Umgangsformen, in ihrem Zusammenleben. Und dies wiederum machte bei den Preußen, die haben ja ihre Spione in Frankreich gehabt, bei der Revolution. Die haben die da hingeschickt und sagt, guck mal, was die da machen. Dann kommt das zu uns hier, dann wissen wir schon Bescheid, ne? Und dann können wir die unterwandern. Und so haben sie auch gemacht. Und das war diese andere Geschichte. Also dieses Kindergartenverbot der Wortlaut hat noch einen interessanten Zusatz, der, was sind die, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, hätte ich beinahe gesagt, dazu geführt hat, dass das Kindergartenverbot in Preußen missinterpretiert wurde. Denn da steht nämlich, wie aus der Schrift Kindergärten und Schulen als Glieder eines vollgültigen Bildungssystems etc. etc. Das war eine kleine Schrift von 79 Seiten, kann man bequem über Internet bestellen, wurde verfasst von einem Neffen, Friedrich Fröbel, nämlich Karl Fröbel, der galt als Sozialist. Aber wissen Sie, die bösen Buben, das waren die Kommunisten, Bund der Kommunisten, Karl Marx. Die waren böse, also die waren ganz böse. Die Sozialisten waren nicht ganz so böse, die waren eigentlich ziemlich bürgerlich. Aber für die Preußen schon ganz schlimm. Und dieser Karl Fröbel, der mit seiner Frau Johanna, geborene Küstner, die haben also dieses kleine Schriftchen, und das wird erwähnt. Und da werden Bildungsvereine gefordert. Und das deuteten die preußischen Behörden als Aufruf, Gesellschaften, kleine Gesellschaften nach dem Muster des Frühsozialisten Fourier zu gründen. Das ist der Kommunismus da. Sie ahnen es nicht, wenn Sie einmal man staunt ja nur, dass die Preußen vor dem Spiel kleine Kinder Angst hatten. Ne?
Ja, man staunt ja. Aber die sahen darin wirklich, wie heißt es so manchmal, Pflanzschulen Pflanzschulen für den Umsturz und so weiter und so weiter. Konnte ich Ihnen das ein bisschen näher bringen? Danke. Und diese noch ergänzen, also diese Verwechslung, also Friedrich Fröbel hat gedacht, das betrifft nicht ihn und hat auch an die preußischen Behörden geschrieben und hat darauf hingewiesen, dass er nicht die Schrift verfasst hat, sondern dass das sein Neffe war. Und daraufhin hat er trotzdem, also die Antwort war, der Kindergarten bleibt geschlossen. Auch nach dieser Aufmerksammachung auf diese Verwechslung des Namens. Das hat aber noch, glaube ich, die Erika Hoffmann, die schreibt das auch noch irgendwann, das war eine Namensverwechslung. Also das hat Jahrzehnte dazu geführt, gewissermaßen, nein, unser Fröbel mit Kommunismus, Atheismus hat da nichts zu tun. Heiland zum Beispiel, ne? Oh, der, für den ist Fröbel ja ein Heiliger, der sieht ja auch bald selbst aus wie der Fröbel. Wir müssen den Kollegen mal kennenlernen, der sieht wirklich schon richtig fröhlich, also das ist schon eine richtige Metamorphose durchgemacht. Ich weiß nicht, ob ich den noch aus Duisburg entführt bekomme, da ich ja Duisburger bin. Müssen wir mal sehen. Ja, es ist Viertel vor vier. Ich weiß, dass gleich hier die Leute mit den Füßen abstimmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen Vortrag mit vielen neuen Erkenntnissen. Wunderbar in dem genannten Buch auch nachzulesen. Da bin ich noch eine Rezension schuldig, für die es schon fast zu spät ist. Die Studierenden hier müssen auch Rezensionen schreiben. Lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen. Das habe ich auch getan. Ich wünsche Ihnen eine schöne vorlesungsfreie Zeit und am 17.04. machen wir einen Schnitt, jedenfalls ausschließlich nur noch in die Neuzeit und wir gehen dort am 17.04. mit jemand anders zu sagen, Kompetenzverläufen von Kindern. Schöne Ferien. Tschüss.